Was wenn? Was wäre, wenn ich die Schule abgeschlossen hätte? Was, wenn ich damals in Paris geblieben wäre? Was, wenn ich auf diese Reise mitgegangen wäre mit meiner Mutter? Was, wenn ich 20 Jahre früher in San Francisco gelandet wäre? Was, wenn ich vor 12 Jahren nicht an diese Essenseinladung mit einem mexikanischen Künstler mitgegangen wäre im letzten Moment? Wie wäre mein Leben verlaufen? Was wäre komplett anders? Was wäre vielleicht gleich geblieben? Wie hätten sich alle Leben um mich herum verändert? Wie wären die von meiner Entscheidung betroffen gewesen? Wie viele Leben kann man überhaupt leben? Das ist eine Frage, die mich schon immer umgetrieben hat. Ich fand immer, ein Leben reicht einfach nicht. Ich will nicht nur mehrere Leben leben, so eins nach dem anderen wiedergeburtsmäßig, sondern nein, gleichzeitig. Ein Leben ist nicht genug. Schreibend kann ich mir das erlauben, mehrere Leben zu leben. Und der Wunsch, so eine Geschichte zu schreiben, in der mehrere Versionen des gleichen Lebens erzählt werden und miteinander verknüpft werden, die sich überschneiden und wieder trennen. Der Wunsch ist schon lange da, bestimmt 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre. 15 Jahre bestimmt. Aber ich musste älter werden und mehr Selbstbewusstsein entwickeln. Schöne Nebenerscheinung des Alters. Ich musste mir das zutrauen. Das kannst du, Moser. Ganz ehrlich, zwischendurch habe ich an mir gezweifelt, ob ich es wirklich kann. Aber es war, der Platz war da, die Zeit war da, der Raum war da, es auszuprobieren. Und es war eine unglaublich befriedigende Erfahrung. Es war ein Abenteuer, es war waghalsig, aber es macht mich sehr, sehr glücklich. Mehr als ein Leben, mehr als ein Leben.